Ja, hallo, ich bin der Vari und jetzt wird es ja langsam wieder ein bisschen kälter und da habe ich mir gedacht, ich ziehe mir mal für meine Wildkameraernte meine neuen beheizbaren Handschuhe an. Savio Heat, diese Firma gibt es zwar schon eine ganze Weile, aber die haben vor 4 Jahren innerhalb der Firma eine Trennung gemacht und haben dann angefangen, solche Produkte herzustellen, die genäht werden und die beheizt sind. Das sind die hier jetzt. Die sind ein bisschen sehr groß für mich. Das sind nämlich XXL, aber ich wollte die so groß haben. Ich mag das nicht, wenn die zu eng anliegen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Verpackung geöffnet habe, die riechen wirklich sehr angenehm. Manchmal ist es ja so, dass wenn man ein Produkt bekommt, man packt es aus und es riecht fürchterlich nach irgendwelchen Chemikalien, Lösungsmitteln und so weiter. Hier gar nicht. Riechen wirklich sehr angenehm. Die sind an sich so schon schön weich, die lassen sich so schon gut tragen, ohne die Heizung. Aber wenn man die Heizung dann anmacht, boah, ist das geil. Ich habe die, die haben es hier 2 Grad und ich habe extrem warme Hände. Gut, ich habe sie jetzt gerade auf volle Stufe laufen lassen. Ich lasse sie meistens auf die mittlere Stufe laufen, hier blau, und es ist richtig schön warm. Was ist hier drin? Es ist ja ein riesen Karton. Naja gut, okay, die Handschuhe sind nicht gerade klein, aber hier ist noch ein, hier ist noch so ein Beutel drin, wo man die noch verpacken könnte. Und hier ist auch noch ein Ladegerät drin. Und da habe ich mit dem Hersteller schon gesprochen. Ich finde dieses Ladegerät nicht so besonders gut, weil hier ist wieder etwas, was ein bisschen unmodern ist. Das ist ein Ladegerät mit 2 Hohlstecker. Hier diese beschriftet mit links und rechts. Die Beschriftung wird nicht lange halten. Aber die Beschriftung sagt dann auch aus, wenn ich so ein Akkupack hier anklemme, welches voll ist und welches noch geladen wird. Rote LED heißt, es wird noch geladen. Grüne LED heißt, es ist voll. So, und jetzt zeige ich euch die Akkupacks, die hier drin sind. Die Akkupacks sind hier, hier drin, in dem Reißverschluss. Da, an so einer, an so einem verseilten Kabel. Auch mit Hohlstecker und hier dann die dementsprechende Buchse. Und an der Stelle habe ich mit dem Hersteller schon gesprochen, es wäre ratsam, hier USB-C zu verbauen. Das haben die sich auch in Ruhe durchdacht und planen, die nächste Kollektion für 2025 dann mit USB-C auszustatten. Und das finde ich richtig gut. USB-C ist einfach benutzerfreundlicher. Und dann kann man so eine Lade-LED auch hier mit reinpacken. Die Elektronik für so einen Akkupack ist nicht gewaltig groß für USB-C. Diese Packs haben 22 Wattstunden. Das ist eine ganze Menge Bums. Der Batteriestand des Akkus wird hier mit den 4 LEDs angezeigt. Die 4 LEDs hier, hier unten, die zeigen den Batteriestand an. Jetzt ist gerade einer ausgegangen. Also ist er nur noch zu 75% ungefähr voll. Laut Herstellerangabe sollen die bis zu 10 Stunden halten. Ich hatte sie bisher als längstes in Betrieb gehabt im Bett am Fußende. Einfach eingeschaltet und reingepackt. Und naja, die haben die Nacht lang durchweg gehalten auf mittlere Stufe. Ich habe vielleicht 7 Stunden laufen lassen. Es war schön kuschelig warm an Füße. Dafür sind sie nicht gedacht, ich weiß, aber ich wollte einen Langzeittest machen und sowas am einfachsten. Kann man die Handschuhe waschen? In dem Handschuh ist eine Kohlefaser mit eingearbeitet und durch die Strom fließt und dadurch werden die ja warm. Diese Kohlefaser ist nicht dafür gedacht, dass man sie waschen kann. In eine Waschmaschine stecken? Nein, dann sind sie kaputt. Ganz einfach mit einem Lappen abwischen, das geht. Das Material selbst ist regenabweisend und bedingt wasserabweisend. Das heißt, wenn ich sie irgendwo eintauche, werden sie höchstwahrscheinlich nass.
Aber wenn ich jetzt nur Schnee anfasse oder im Regen mich umher bewege, dann bleibt die Innenseite trocken. Die Handfläche ist gummiert mit einem rutschfesten Gummi. Das heißt, ich habe auch einen festen Griff. Wenn ich irgendwas Glattes anfassen möchte, einen Wanderstock oder sowas, das geht. Was mich am Anfang ein bisschen gewundert hat, ist, als ich den Hersteller dann deswegen gefragt habe, hat er mir gesagt, du kannst den Zeigefinger aufmachen und einfach aufklappen, dann hält er da und ich kann an mein Telefon zum Beispiel irgendwas machen oder feinarbeiten, Schlüsselarbeiten oder sowas und dann auch schnell wieder zumachen, damit es nicht kalt wird. Ist eine geile Idee, finde ich gut. Hier unten kann ich die noch ein bisschen festziehen, damit sie ein bisschen straffer sitzen mit so einem Spanner. Ich finde das ein bisschen kontraproduktiv, weil man braucht für die Dinger immer beide Hände. Es wäre einfacher, wenn man einen Riemen mit Klettband außen anbringt. Das kann ich mit einer Hand zuziehen, aber das ist vielleicht nur eine Sache des Designs. So, wenn ich sie wegpacke in den Schrank, dann kann ich sie noch zusammenklippen. Dann bleiben sie als Paar oder ich kann sie irgendwo anhängen. Ist eine coole Sache. Diese Handschuhe sind einfach nur geil. Und jetzt gehe ich zu meiner Wildkamera, denn auf diesem Kanal geht es ja eigentlich um Wildkameras. Werde die Speicherkarte wechseln und da zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder von der Eisiger IG220. Die ist hier nämlich gleich. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, kommt gut durch den Winter. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Euer Vari.